Wenn es geht, nicht gegen die Welle fahren. Also kann ich. Sicherlich die feierliche Eröffnung mit der Oberbürgermeisterin und wir wollen heute Abend so ein bisschen Generalprobe machen. Wir haben ein paar wichtige Informationen für alle Segler und damit das so für eine deutsche Meisterschaft auch richtig eingeläutet wird, haben wir uns ein bisschen was ausgedacht. Das lassen wir gleich mal ablaufen. Deutsche Meisterschaft für Kuttersegler. Wir begrüßen alle Kuttersegler in Schwerin im Jahr der Bürger 2009. Ein herzliches Willkommen allen Freunden des Kuttersegels. Ein besonderer Gruß allen Förderern und Sponsoren, die die Durchführung dieser Veranstaltung ermöglichten. Dieser Trailer wird uns verfolgen, diese zwei Tage. Und ist ein kleiner Hinweis auf das Wetter, was uns erwartet. Also nur ganz offiziell, ich begrüße alle, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe, recht herzlich hier in Schwerin als Vorsitzender des Schweriner Marineclubs. Freue mich auf ein richtig schönes Wochenende zusammen mit mittlerweile 38 Kuttern, wir erwarten noch 5. Die Erfurter kommt ca. eine halbe Stunde und einige kommen dann morgen früh. Und ich denke, es gehen alle an den Start. Wir werden mit 43 Kuttern starten. Und ich glaube, wir werden interessante Meisterschaften erleben. Also wir brauchen nicht über Wind sprechen, über alles andere können wir sprechen. Ich möchte gar nicht lange reden. Ich möchte mich bedanken im Vorfeld, weil das ein Riesenpaket an Arbeit war bei meinem Org-Team. Da stehen sie, Mario Lempke, Martin-Peter Bürting, vor allem René Steinhagen. Und die vielen Helfer dahinter, das sind viele Frauen von den Kuttersegeln, das sind noch ein paar von den einzelnen Mannschaften. Also wenn ich einen persönlich vergesse, seid nicht böse, ich zähle euch morgen nochmal auf und übermorgen. Jedenfalls ganz großen herzlichen Dank für die gute Vorbereitung. So, es gibt eine Sache, die muss geklärt werden und ich glaube, die Medusa muss hier noch weg, ja? Ist richtig? Hier steht ein Kutter, der muss noch weg. Ist erledigt. Gut, wunderbar. Dann können wir weitermachen. Nee, doch, ja, genau der. Ja. Ich dachte, ich spreche mit einer Frau. Ja oder nein? Ja.
Also die Medusa muss hier vorne noch bitte weg, ja? Denkt da dran. So, Brille auf. Brille auf, jetzt wird interessant. Wir haben bei diesen Meisterschaften uns bedient an dem Schwäner Yachtclub mit Ellen Neumann und Eckhard Schulz an der Spitze. Dann haben wir noch den Herrn Golz. Dort, Herrn Golz und... Und das kann aber Eckhard gleich genau vorstellen, was wir vorhaben mit diesen Leuten, die uns überwachen, uns betreuen auf Wasser. Wir haben weiterhin Folgendes vor, dass wir heute Abend, wenn wir hiermit durch sind, das dauert gar nicht so lange, wir werden hier im Rahmen der Vorstellung vom Yachtclub einiges hören über den Kurs und einiges über weiß ich was alles, das könnt ihr selbst am besten. Wir werden nachher noch von Brandy Musik hören, aber Brandy heißen hier alle Brandy, also von Roland. Von Brandys Bruder, der wird hier mit uns zusammen noch ein bisschen leise Gitarrenmusik machen, sodass wir alle nachher schön schlafen können und morgen pünktlich zum Frühstück da sind. Ich hoffe, ihr habt euch alle angemeldet. Es gibt hier ein zünftiges Frühstück. Ja, und dann geht es auch schon sehr zügig los und ich übergebe mal an Eckhard Schulz. Gut, auch von Seiten des Schwäner Yachtclubs erstmal ein herzliches Willkommen und ich möchte auch erstmal vorausschicken, dass es für uns eine ganz neue Sache ist, mit dem Schweriner Marine Club zusammenzuarbeiten. Und bis jetzt, muss ich sagen, sind wir sehr, sehr positiv überrascht. Es hat alles prima geklappt. Und das Wichtigste für uns ist, dass ihr euch alle hier auf unserem Hof wohlfühlt. Und das hoffen wir mal, dass wir das bis Sonntag auch schaffen. Ich will eigentlich gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich denke mal, morgen früh hat es vielleicht mehr Sinn, wirklich darüber zu reden, was wir vorhaben. Auf jeden Fall haben wir viel Wind organisiert und das steht den Kuttersegeln, soviel ich weiß, glaube ich, ganz gut zu Gesicht. Ich möchte euch kurz die wichtigsten Leute vorstellen. Ellen Neumann an meiner rechten Seite wird eure Wettfahrtleiterin sein. Alexander Golz wird als Hauptschiedsrichter fungieren mit seinen Helfern Carsten Niusen und Ben Mau, der jetzt vorne auf der Bank sitzt. Und meine Wenigkeit wird ein bisschen im Hintergrund arbeiten, was die Organisation hier auf dem Hof und auf dem Wasser anbetrifft. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei der ganzen Sache. Ich hoffe, dass wir unser Programm gut durchkriegen. Morgen früh um 8 Uhr sehen wir uns hier wieder zur feierlichen Eröffnung. Dann, danach ist die Steuermannsbesprechung und dann wollen wir auch gleich loslegen, morgen den ganzen Tag auf dem Wasser. Und dafür wünschen wir euch allen viel Spaß. Liebe Kutterfreunde, ich muss schnell noch mal zwei Worte sagen und dann muss ich schon Leuten die ausgeben, die ich geärgert habe. Also ganz kurz, morgen werden wir verfolgt von Paparazzi, die machen Fotos von allen. Wenn einer was dagegen hat, bitte melden. Dann haben wir Herrn Wichmann hier, der macht ein Video, professionell. Wir haben das Video von 2003 gesehen, wer es dann käuflich erwerben möchte, der sagt Bescheid bei der Wettfahrtleitung bzw. im Anmeldungsbüro. Ansonsten freuen wir uns auf 43 Kuttern, das heißt 5 neue Bundesländer. Dann die Kuttersegler aus Dümmer, die wir auch schon in Kiel miterlebt haben, die mit U-Boot Kontakt hatten. Also herzlich willkommen. Und dann haben wir noch ganz weit her Kuttersegler aus Stuttgart. Auch herzlich willkommen. So, dann haben wir, wie gesagt, jetzt ein bisschen Live-Musik. Morgen früh um 8 rein in die Boote. Wir wollen pünktlich starten, spätestens 9.30 Uhr. Dann haben wir vor, dass die Leute, die am Land bleiben oder Eltern oder Freunde mit haben, die können mit Beibooten rausfahren. Wir haben Boote hier. Wir haben die, was ich eben sagte, den Herrn Wichmann, da hat sich der Detlef Deusel bereit erklärt, den ganzen Tag hier auf dem See umherzufahren, dass wir auch vernünftige Bilder haben. Die Leute von Paparazzi fahren mit Detlef Beutler, das klappt auch. Dann haben wir um 18 Uhr eine Sponsorenausfahrt, das betrifft die Sponsoren, die